Finale in der Winothek stattfinden lassen, bei guten Weinen und tollem Essen. Wir haben zwei Weine für Sie ausgesucht. Wir haben zum einen ein klassischer Riesling, wie er in der Pfalz eigentlich nicht fehlen darf, von Weingut Wolf. Das Weingut Wolf ist in dem Ortsteil oder in dem Ortskern von Birkweiler untergebracht. Das ist ein ganz junger Winzer, der für mich zu den jungen Wilden gehört und eben auch zu der Entwicklung, die in den letzten Jahren hier vollzogen wurde. Und man kann mit Stolz sagen, dass die Pfalz sicherlich eine der innovativsten Weinanbauregionen Deutschlands ist und mit viel Tatendrang nach vorne geht, sonst hätten wir hier sicherlich nicht so eine Winothek, wie sie hier heute steht. Und er ist ein klassisches Beispiel dafür, deswegen war für mich die Auswahl in dem Fall klassisch auf dem Riesling. Und zum einen haben wir noch einen Rotwein für Sie ausgesucht vom Deutschen Weintor. Ich habe schon erfahren, Sie durften vorher schon einen Sekt davon genießen, vom Deutschen Weintor. Und auch hier haben wir mit dem Dornfelder was ausgesucht für Sie, was die Pfalz repräsentiert. Ganz kurz noch zur Winothek, weil das was Einzigartiges ist und was Besonderes, was Sie hier sehen. Es ist deutschlandweit einzigartig. Einzigartig aus dem Grund, weil wir es geschafft haben, 55 Winzer von der Idee zu begeistern, sich hier zu präsentieren. 55 Winzer haben sich beteiligt und einen Anteil daran geleistet. Das heißt, Sie sehen die Winzer-Logos auf dem Boden. Das sind unsere Anteilseigner. Und die Besonderheit ist, dass 49% dieser Winothek gehört den Winzern. Das heißt, wir sind mit voller Emotion dabei, um dieses Baby, wie wir es nennen, einfach nach vorne zu bringen, im Laufen beizubringen. Und das haben wir im letzten Dreivierteljahr probiert hier. Die Besonderheit ist, dass Sie hier über 230 Weine, zurzeit nicht ganz, Sie sehen, es sind ein paar Lücken in den Regalen. Es hat den Grund, dass wir gerade Weinwechsel haben. Es ist das neue Sortiment kommt jetzt für die Landesgartenschau. Und Sie können diese Weine zu Abhofpreisen hier erwerben. Das heißt, kein Aufschlag zu dem Preis von den Winzern, sondern wirklich der gleiche Preis. Und noch dazu haben Sie die Gelegenheit, immer mindestens 55, wenn jetzt nicht die Landesgartenschau ist, da können wir das gar nicht handeln, aber im Normalbetrieb 55 Weine im offenen Ausschank zu probieren für 1 Euro mit einem Probeschluck. Und das ist natürlich die Besonderheit, weil Sie nicht das Tour de Ländle haben, sondern Sie haben an einem Platz alles an einem Blick auf einen Blick. Und die Besonderheit ist einfach auch die Gestaltung, dass wir gesagt haben, wir wollen weg von dem typischen Weinhandel, sondern einfach Wein als Kunstwerk präsentieren, als was Besonderes. Und das ist es nämlich auch. Jeder Winzer steckt da seine Leidenschaft, sein Herzblut rein und genau so möchten wir es auch präsentieren. Und ich hoffe, Sie nehmen diese Galerie, in der Sie jetzt sind, das auch genauso wahr, die Weine mit den Bilderrahmen und genießen einfach die Zeit und lassen das jetzt so ausklingen, was so toll begonnen hat. Applaus